Hey, hier ist jetzt mein zweiter Teil meiner Stickersammlung oder vielmehr meines Videos über meine Stickersammlung. Ihr habt im ersten Video schon gesehen, es sind wirklich sehr viele. Aber ich glaube, ihr könnt da so ziemlich mithalten. Es ist einfach so, es ist wie eine Sucht. Wenn man was sieht, muss man es mitnehmen. Das ist bei mir bei Bastelsachen soweit ganz schlimm. Bei Stickern noch schlimmer, weil die hat man eben mal schnell in die Tasche gesteckt und mitgenommen. Und ja, deshalb mache ich mir da auch gar keinen Kopf, dass ihr mich nicht versteht, was solche Stickermassen angeht, weil ich denke, das könnt ihr alle nachvollziehen. Ich mache mal weiter mit meinem Teil 2. Und zwar habe ich diese noch. Das sind einzelne. Ich habe diese. Rilakkuma ist das, oder? Habe ich mittlerweile gelernt. Ich bin ja lernfähig, so ist es nicht. Dann habe ich so ein paar Herzchen. Dann habe ich. Oh, fangen wir schon mal an mit Princess, egal. So ein bisschen Princess-Sticker. Das sind aber eher solche, ihr seht, solchen Namensetiketten. Das war quasi ein kompletter Pack. Dann haben wir hier nochmal Princess Cinderella. Na komm. Dann habe ich für Valentinstag und so weiter, habe ich jetzt hier verschiedene. Oh, falsch rum. Diese. Dann habe ich Smileys. Herzchen. Die sind hübsch. Die gefallen mir gut. Schmetterlinge. Noch mehr Smileys. Dann haben wir hier Glücksbringer. Sonnenblumen. Herzchen Glückwunsch. Noch einmal Herzchen. Gummibärchen. Noch einmal Glücksbringer. Dann habe ich hier, das ist so für Hochzeit, das habe ich auch mal bekommen. Dann habe ich Schweinchen. Dann habe ich hier mit verschiedenen Sprüchen, ich mag dich, weil du so nett bist, ich liebe dich. Und nochmal Schmetterlinge mit ein bisschen Glitzer. Dann habe ich Nagelsticker. Da kann man ganz toll Ohrringe mitmachen oder auch halt ins Harz eingießen. Schaut klasse aus. Dann habe ich noch Nagelsticker in der Art. Da warte ich auch schon wieder drauf, dass ich die verwenden kann. Ich finde die so toll. Dann habe ich noch mal diese. Ich habe nochmal Glücksbringer. Na komm. Scheut euch nicht. Ich möchte euch nur filmen. Dann haben wir hier Eulchen. Dann haben wir die Incredibles. So toll. Die werde ich in Ehren halten. Also die möchte ich auch nicht wirklich verwenden. Dann haben wir hier ein Mädchen. Da seht ihr schon, ich habe schon was weggemacht. Cupcake und die Kirsche. Dann haben wir hier Seepferdchen, einmal ein Pferdchen, Snoopy, Blümchen, noch mehr Snoopy, Cupcake, ja, noch mehr Snoopy. Dann haben wir hier Mickey Maus. Nochmal Seepferdchen. Mickey und Minnie. Die habe ich im Tauschpäckchen bekommen, deshalb sind die so ausgeschnitten. Princess und Schneewittchen. Dann haben wir hier Pokémon. Pokémon durch meinen Stiefsohn erkannt, Gott sei Dank. Dann haben wir hier Mädchen mit Schönheitsutensilien. Dann haben wir wie Briefmarken, Winnie Pooh. Ist auch total putzig. Dann haben wir, Fledermäuse. Dann haben wir die nachgemachten Flintstones. Und noch sowas. Das sind so kleine Stickerflakes. So, dann würde ich sagen, ich mache mal mit Princess weiter. Sind auch einige. Ich habe diese hier.
Ich habe diese hier. Und ich habe diese hier. Dann habt ihr sicher diesen riesen Pack Sticker bei Teddy gesehen. Den habe ich mir natürlich auch geholt. Da waren so schöne Princess-Sticker dabei. Hier haben wir noch welche. Ich zeig die jetzt nur mal relativ fix. Da sind ganz, ganz viele verschiedene Sticker-Flakes drin. Hier haben wir noch solche, ja, solche farbwechselnden. Da habe ich den Preis drauf geschrieben. Princess. Auf der Rückseite sieht man es auch nochmal. Dann wie Winnie Pooh habe ich auch hier so einen Stickerblock. Ich finde das Blau so schön. Mit Princess. Auch ganz viel, was man machen kann. Man hat ja leider viel zu wenig Zeit, ne? Dann haben wir wieder solche. Die sind so ein bisschen. Ja, die haben so ein. Hört ihr, ne? Die sind so ein bisschen 3D, würde ich jetzt mal fast sagen. Nochmal welche. Dann haben wir diese. Rapunzel haben wir hier. Dann haben wir. Ist das Ariel? Ich glaube ja. Asche auf mein Haupt, wenn ich jetzt fast gefragt habe, um Gottes Willen. Cinderella und. Dann haben wir nochmal die gleichen Prinzessinnen. Richtig schön. Dann haben wir goldene Prinzessinnen. Wunderhübsch. Auf der Rückseite dann diese. Ach, man hat ja doch so einiges, ne? Dann haben wir hier. Und diese hier vorne. Dann haben wir hier Sea Creatures, Sleeping Beauty, Cinderella, was haben wir hier? Nochmal Sleeping Beauty. Rapunzel und Maximus. Snow White. Ich finde sie einfach putzig. Hier ist, glaube ich, nochmal das Gleiche. Kann das sein? Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, zweimal das Gleiche. So, dann haben wir hier auch wieder Prinz. Da hat mein Handy wieder gesponnen. Aber das ist ja nicht schlimm. Man kann ja zusammenschneiden, nicht wahr? Dann geht's hier weiter. Puffy-Sticker, schaut euch mal diese große Ariel an. Oh mein Gott. Die muss ich unbedingt noch verwenden. Ich habe hier so einen kleinen Ariel-Schlüsselanhänger schon gemacht. Das war allerdings ein Foto, das ich ausgedruckt habe. Ich muss es echt mal mit solchen Puffy-Stickern dann nochmal probieren. Vor allem dieser große. Der reizt mich ja schon, ne? Da erkennt man immer so schön viel drauf. Dann haben wir hier nochmal Puffy-Sticker. Eigentlich wiederholen sich die ganzen Motive ja schon. Dann habe ich hier nochmal eine Prinzessin mit Schloss und Pferdchen und Handtasche und Schuh und Uhr und Kutsche und sogar ein Spiegel. Der Spiegel, schaut doch mal, was der kann. Das ist so geil. Ah, diese kleinen Details. Dann habe ich My Little Pony. Diese süßen. Auch kleine und große. Ich glaube, die hatte ich auch vom Action. Kann das sein? Ah, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist ja schrecklich. Was ist das? Wenn man überall ist und krapscht überall was weg und nimmt überall was mit, dann vergisst man auch mal schnell, wo man es her hat. Vor allem ich. Ich vergesse ja sowieso alles. Das war meine Princess-Sammlung. Jetzt kommen wir zu Mickey Mouse. Und zwar habe ich da diese hier. Mickey und Minnie. Mit Limonadenstand. Dann habe ich hier auch nochmal Mickey und Minnie. Und ich habe hier auch nochmal Minnie mit Vögelchen. Und Pluto. Dann habe ich diese bekommen. Das sind diese, ne, da haben wir es. Da seht ihr es. Die wechseln die Bilder. Aber ich habe schon gehört, dass das nicht mehr funktioniert, wenn man die in Harz eingießt. Das finde ich schade. Deshalb werde ich die wahrscheinlich aufheben und mal schauen, ob ich da irgendwann mal irgendwas mit verschöner.
Ist ja schon schade, ne? Das wäre ja schon genial, wenn das klappen würde. Aber habe ich ja schon von mehreren gehört, dass das nicht funktioniert. Dann haben wir nochmal Mickey Mouse mit Pluto zusammen natürlich. Gehören ja zusammen. So, dann habe ich hier den gleichen Bogen nochmal von Minnie Maus. Ohne Pluto. Seid ihr noch da? Ja, ne? Haben wir hier Minnie Maus, Daisy Duck. Total toll. Das ist so typisch. Ich würde es jetzt fast schon Rockabilly nennen, oder? Was sagt ihr? Also ein bisschen hat es schon. Minnie Maus ist Rockabilly. Absolut genial. Dann haben wir hier noch verschiedene Mädchenutensilien, natürlich. Da ist der Mickey Maus oder vielmehr Minnie Maus Kopf. Na, komm her. Eine Nähmaschine, warum auch nicht? Ein Knopf. Und das gleiche habe ich natürlich nochmal. Ist das auch das gleiche oder erzähle ich jetzt hier Blödsinn? Nee, es ist ein anderes. Ja, wunderbar. Dann nehmen wir das doch eigentlich auch nochmal. Ist das nicht toll? Das sind jetzt mit Süßigkeiten. Da haben wir ganz, ganz viele Gebäcksachen. Und auf der Rückseite nochmal. Das ist jetzt aber nur mit Minnie Maus. Ja, nur mit Minnie Maus. So. Ach so, was ich noch vergessen hatte, hier diesen, den kennt ihr bestimmt auch vom Action, diesen Sticker-Abroller. Der ist noch nicht wirklich ausgepackt worden bei mir. Dann nehme ich mir mal meine Frozen-Sticker. Da habe ich momentan noch nicht so extrem viele, aber die Sammlung hat ja erst begonnen, nicht wahr? Dann haben wir hier diese mit einer großen Elsa und Olaf. Dann haben wir diese. Dann haben wir diese. Schmeiß rum. Dann haben wir diese. Die hatte ich, glaube ich, zweimal. Ja, die hatte ich zweimal. Und hier sind noch ein paar. Und dann habe ich diese. Das sind ganz große. Das sind auch Foliensticker mit dieser Goldumrandung. Und da hatte ich euch gesagt, also das war jetzt nicht Frozen, sondern das war von Nightmare Before Christmas. Die haben auch diese Goldumrandung gehabt. Und ich bin mir bei dieser Goldumrandung überhaupt nicht sicher, ob die hält oder ob die ausblutet. Weil ich hatte das wirklich schon, dass das Gold dann irgendwo in dem Resin-Teil rum geschwommen ist und das sieht natürlich dementsprechend bescheiden aus. So schön. So, da musste ich noch mal eine kleine Pause machen, aber jetzt geht's in den Endspurt und zwar zeige ich euch jetzt meine absoluten Lieblingssticker und wie ihr euch das vielleicht schon denken könnt, die einen oder anderen sind ja in meiner Bastelgruppe und haben schon mitbekommen, dass ich erzählt habe, ich liebe Totenköpfe. Und da muss ich natürlich alles haben, was mir irgendwie über den Weg läuft und nicht bei drei auf dem Baum ist. Und zwar habe ich hier diese. Das sind ganz tolle changierende Totenköpfe. Die habe ich damals bei Real gekauft. Aber ich weiß leider nicht mehr, was sie gekostet haben. Das war so eine Aktion mit diesen Stickern. Sind echt sehr cool. Hier oben auch dieser Skulls Schriftzug. Das Ganze habe ich natürlich nochmal. Hier sieht man es vielleicht auch ein bisschen besser. So toll. Lächelnde Totenköpfe, böse Totenköpfe. Mit Knochen, ohne Knochen. Lange, kurze. Ah. So. Das Ganze habe ich nochmal. Ihr seht, ich habe sie schon ein bisschen verwendet zum Eingießen und so weiter. Dann habe ich letztens bekommen diese wunderbaren Halloween-Sticker. Hier sehen wir den Tod, Frankensteins Monster,
Hier sehen wir einen Gargoyle, einen Geist, eine Stadt bei Nacht. Das sieht natürlich auch toll aus mit dem Baum und der Eule. Und ein brennender Totenkopf. Und dann habe ich hier nochmal ein Monster, wie es so schön drauf steht, ein Vampir, ein Auge, eine Mumie, ein Geist, zwei Geister, könnte man fast sagen, gut und böse, rot und schwarz, nochmal ein Monster, Frankensteins Monster und ein Grabstein. Ich freue mich jetzt schon auf Halloween. Ich kann die so toll verwenden. Dann habe ich aus Amerika bekommen diese Hexenhüte. Ganz simpel, ganz einfach, aber trotzdem toll. Ist auch ganz toll für Halloween zu verwenden. Das sind Foliensticker, wie ihr vielleicht seht. Bin so gespannt, wie die aussehen, wenn man die eingießt. Dann habe ich mir bei eBay ersteigert Puffy-Sticker, Totenkopf. Ging mir eigentlich eher um diese Jack-Sticker, die da so versteckt mit dabei sind, aber die anderen sind eigentlich auch ganz hübsch. Kann man ja nie genug, also ich zumindest, kann nie genug davon haben, ganz eindeutig. Hier haben wir noch andere mit Feuer. Das ist genial, der große. Da muss ich mir echt überlegen, was ich mit dem mache. Da fällt mir mit Sicherheit noch was Tolles ein. Hier könnte man jetzt theoretisch noch was draufschreiben. Mit Edding geht das ja auch, wenn man was eingießt. Dann habe ich diese wunderhübschen Mädchen-Totenkopf-Sticker. Irgendwie schon putzig, ne? Was man so aus Totenköpfen machen kann. Hier ein Liebesherz. Das ist mal nicht ganz so schaurig. Hier auch. Also es sind eher freundliche Totenkopfsticker. Das ist süß. Mit diesem Geistchen hier und Lovely steht drauf, sehe ich gerade. Ein Hase. Ein Geistchen. Schaut euch mal diesen Geist an. Ist der nicht putzig? Cute. Ja. Schön. Doch. Also ich finde es schon echt total goldig. Hier ist nochmal ein Geistchen. Ah. Dann habe ich ganz, ganz viele verschiedene Sticker-Flakes. Ihr seht das. Ich glaube, ich muss die jetzt nicht alle rausnehmen. Könnte sogar sagen, auch von Nightmare Before Christmas. Ganz viele unterschiedliche. Ich zeige das mal so. Auch schon ganz viel benutzt. Und meine absoluten Lieblingssticker. Ich habe die damals bei eBay gekauft. Ich habe auch letztens noch mal geschaut, ob ich sie finde, aber irgendwie gibt es die nicht mehr. Und zwar sind das diese hier. Ich liebe sie. Ich habe schon so viele eingegossen und verwendet und einfach nur schön. Und vor allem groß. Die sind ja wirklich riesig, ne? Seht, die kleineren habe ich schon so ziemlich ausgeschnitten. Jack. So schön. Dann habe ich diese. Jack und Sally. Dieser ist toll. Aber man braucht halt dementsprechend auch eine Form, ne? Das ist schon ein Riesending. Da haben wir einen Weihnachtsmann. Quasi wie Szenen aus dem Film jetzt. Hier haben wir nochmal Sally da unten. Dann haben wir diese. Auch nochmal sehr schön. Hier haben wir Jack und Sally und eine Rose. Ich bin verliebt, ganz eindeutig. Die hüte ich auch wie meinen Augapfel. Also da bin ich ganz empfindlich, was diese Sticker angeht. Ich glaube, das war eine Bestellung mit diesen vier Teilen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe die schon so lange, aber ich bin wirklich ganz vorsichtig, was das angeht. Sind so schön. Was ich aber mache, ist,
Ich schneide eigentlich immer den Goldrand ab, weil hier war das, dass dieses Gold ausgeblutet hat. Und das ist immer unheimlich schade, wenn man dann wirklich ein schönes Teil gemacht hat und möchte es eingießen und ja, sitzt dann da und das Gold ist ausgelaufen und einmal quer übers Bild oder so. Das ist natürlich total schade. Dann haben wir natürlich Hello Kitty. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten, auch natürlich mit einer großen. Kann man auch wunderbar eingießen. Dann gab es ja bei Teddy diese großen Packs, die ich vorher schon hatte mit Princess. Da habe ich natürlich auch Hello Kitty mitgenommen, weil die kann man ja eigentlich nie genug haben. Gibt ja wirklich so viele, die auf Hello Kitty stehen. Ich selber bin kein Fan von Hello Kitty, aber es gibt so viele Anfragen bei mir für Schlüsselanhänger oder was weiß ich, ob es jetzt für Kinder ist oder für Erwachsene. Es ist halt wirklich extrem viel, was jetzt Hello Kitty angeht. Und ja, da muss ich natürlich dementsprechend ausgestattet sein. Hier haben wir diese schimmernden Stickerflakes wieder. Auch ganz viele verschiedene. Das Schöne ist halt, dass die wirklich großartig nicht bearbeitet werden müssen. Außer natürlich diese Papiersticker, aber das ist ja alles machbar. Machen wir mal kurz Lack drüber oder macht ein Klebeband drüber und dann ja, hat sich das schon. Hier haben wir dann noch diese. Auch wieder 3D. Ich finde ja auch gar nicht schlimm, dass die nicht mehr so wirklich kleben, weil ich die sowieso nirgendwo aufklebe eigentlich, sondern wirklich fast nur eingieße. Dann haben wir noch diese. Auch relativ groß. Dann haben wir noch die großen Stickerflakes. Sind auch einige drin wieder. Kriege ich da noch was anderes raus? Ja, da sieht man noch so ein bisschen Hello Kitty mit Kleidchen. Nochmal diese schimmernden Stickerflakes. Dann habe ich diese nochmal. Alles in diesem großen Pack drin gewesen. Dann habe ich bekommen diese hier. Mal was ganz anderes. Nicht typisch Hello Kitty, sondern halt einfach in verschiedenen Kostümen. Die meisten Hello Kitty Sachen sehen ja wirklich so aus. Und hier haben wir dann als Kuh, als, was bist du? Bist du ein Monster? Ein Drache? Ein Drache. Ein Drachen-Hello Kitty. Ein Affen-Hello Kitty. Ja, ganz viele verschiedene. Ein Wildschwein-Hello Kitty, auch nicht schlecht. Und eine Braut. Ein Hello Kitty-Braut. Kann ich mir ja überlegen, ob ich das vielleicht auf meine Einladung drauf mache. Nein, Spaß. Das hier ist vom Action, ne? Ja, das ist vom Action. Das habe ich dann auch mal mitgenommen. Wenn ich da mal bei Action bin, ich fahre jedes Mal 50 Kilometer bis zum Action, also es ist nicht gerade wenig. Aber wenn ich dann da bin, gebe ich dann doch mal so um die 50 € aus. Das heißt, dann ist man erstmal wieder voll ausgestattet und befriedigt sozusagen. Ich weiß, ihr habt einige, also ich kenne einige, gerade auch in den Bastelgruppen, die haben Hello Kitty, natürlich. Die haben den Action direkt vor der Haustür, aber es ist natürlich so eine Sache, ne? Wenn man dann als Nicht-Action-Haber den Versand bezahlen muss, ist natürlich schwierig, weil dann wird es ja wieder teurer. Ne? Also ist die Frage, was ist günstiger, Versand zahlen oder hinfahren? Weiß ich nicht. Müsste ich mal ausrechnen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist immer schön, dann natürlich selber hinzufahren und das dann zu sehen. So, dann habe ich diese hier in der Stickergruppe gekauft. Und zwar sind das Hello Kitty Sticker. Die sind mit dieser Kappe, seht ihr hier. Und da sind verschiedene Teile drin, die sich bewegen. Finde ich total genial. Bin auch schon gespannt, wenn ich die mal eingieße. Man braucht halt schon etwas mehr Harz, weil die doch relativ hoch sind. Ne? Zeigst du? Da sieht man es. Ja, die sind doch relativ hoch. Aber
finde es lustig. Könnte ich jetzt so weitermachen. Finde ich toll. Sagt einfach, wenn es euch auf den Nerv geht. Kein Problem. Naja, egal. Ja. Dann zeige ich euch jetzt einfach mal, habe ich hier ein paar Sticker von Rofo Kinderland. Die kennt ihr ja schon. Und zwar habe ich da ein wenig den Bestand verkleinert bei Rofo. Einfach aus dem Grund, die Dinger kosten 30 Cent. Ja, und da dachte ich mir, okay, das muss mit. Auch Hello Kitty. Aber nicht als Hello Kitty ausgewiesen, deshalb günstig. Die habe ich auch schon bei anderen gesehen. Habe ich auch schon einige verschickt von. Ich habe aber noch, wie ihr seht, so ein, zwei Päckchen eventuell. Das heißt, wenn ihr haben möchtet, liebe Leute, 30 Cent. Es gibt verschiedene. Es gibt einmal dieses Orangene. Zeige ich euch mal. Dann gibt es dieses. Finde ich ja total goldig, ne? Also ich meine, auch andere Formen. Moment, blau hatten wir. Hatte ich das schon? Nee, doch. Hatte ich das schon? Ja, das hatte ich schon. Das Grüne hatte ich noch nicht. Ne, mit Bärchen und Tennis spielenden Bärchen. Also, dann haben wir Gelb. Da sind auch immer solche langen mit drin. Die sehen so ein bisschen aus wie Kinderpflaster. Aber es sind Sticker. Die kann man ja vielleicht dann auf Karten oder keine Ahnung was kleben. So. Jetzt muss ich gerade, ich habe schon wieder vergessen, welche ich noch, das hatte ich noch nicht, glaube ich, oder? Hatte ich das schon? Kann sich nur noch um Stunden handeln, das hatte ich schon. Das hatte ich noch nicht, genau. So, dann haben wir hier Grün. Wieder unterschiedlicher. Hatten wir das schon? Ach, wenn man sich was merken könnte, wäre das alles viel einfacher. Naja, egal. Ihr seht, ich habe einige. Also wie gesagt, wenn ihr welche haben möchtet, ich habe noch. Ich habe an verschiedene Leute schon verschickt. Habe dann nochmal, weil viele Anfragen waren, einen ganzen Batzen geholt. Und dann auf einmal wollte keiner mehr. Finde ich jetzt nicht allzu schlimm. Also ich meine, ich habe jetzt hier erstmal Vorrat bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Aber wenn ihr möchtet, schreibt mich an. Eins von jedem behalte ich und ja, der Rest kann verschickt werden. Na, wie gesagt, 30 Cent pro Stück. Ich denke, das ist jetzt nicht zu viel. Und ich bin gespannt, wer sich so meldet. So, das war meine Sticker, der zweite Teil. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr irgendetwas noch sehen wollt von mir, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen oder mir bei Facebook schreiben oder wie auch immer. Einige Sachen sind bei mir auf der Verkaufsseite bei Facebook. Nennt sich Nicoles Schmuckfabrik. Ich wäre froh, wenn ihr mal vorbeischaut, euch mal meine Bilder anschaut, seht, was ich so den ganzen Tag treibe, neben meiner eigentlichen Arbeit noch. Ihr dürft auch gerne Gefällt mir drücken. Freue ich mich immer. Und ich freue mich natürlich auch auf neue Aufträge. Ansonsten, wenn ihr gerne mal ein Craft-Update von mir sehen würdet, sagt mir einfach kurz Bescheid. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich bin ja eigentlich regelmäßig am Basteln und am Fabrizieren und am Ideen umsetzen. Und ja, dann freue ich mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Und gebt mir ruhig einen Daumen hoch und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!